Stell dir vor, du hättest eine Armbrust mit Magazinen, mit fix fertigen Pfeilen, die als Magazin in die Armbrust eingelegt werden. Das heißt, einlegen und schießen. Und das Ganze nicht nur einmal, sondern und zwar 10-mal. Und dann nimmst du dieses Magazin, nimmst das zweite und machst das Ganze einfach noch einmal. Und wenn du fertig bist, nimmst du dieses Magazin und nimmst das nächste, steckst an und machst und bist fertig, nimmst das Magazin und nimmst das nächste. Ich glaube, du weißt, worum es geht. Und das hier ist die neue M10 Armbrust von Steambow. Und wenn dir das irgendwie interessiert, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist René Rossmann. Schön, dass du dabei bist. Es ist meine Freude. Endlich kann ich die M10 Armbrust, die komplette Armbrust, sowie auch das Nachrüstteil, den M10 Upper, vorstellen. Das Video, das es hier am Kanal gibt, das war, glaube ich, im Februar und da war es schweinekalt bei uns im Buschkraftareal auf altolab.at. Da habe ich das Video gemacht und das war noch ein Prototyp. Aber jetzt sind diese Teile, also der M10 Upper, auf Lager und sofort verfügbar. Und die M10 Armbrust, die wird gerade produziert und im Laufe des Jahres, im Herbst, um konkret zu sein, ausgeliefert. Was ist das Ganze? Ich habe es ja eh schon erwähnt. Es gibt jetzt eine Armbrust mit Magazinen. Diese Magazine werden von oben in die Armbrust eingebracht. Es sind hier 10 Pfeile möglich. Es ist mit ein bisschen ein Trick, vielleicht auch sind 12 möglich und wenn man sich ganz anstrengt, sogar 13, indem man schon einen Pfeil hier auflegt. Aber meiner Meinung nach ist das übertrieben. 10 Bolzen, das passt gut. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten, wenn du eine Steambow-Stinger hast oder dir eine Armbrust kaufen willst, dann hast du zwei unterschiedliche Wege eigentlich vor dir. Was meine ich damit? Also bevor ich jetzt die Details und all die Funktionalitäten beschreibe, du hast zwei Wege. Wenn du schon eine Steambow-Stinger besitzt, eine Tactical, eine Survival oder eine Compact, dann kannst du dir den Upper, das heißt dieses neue Magazin, holen. Dann, wenn du magst, Seitenteile, die auch automatisch einen Sehnendämpfer beinhalten. Einen Schubschaft mit höhenverstellbarer Wangenauflage, die auch dann hält, wenn du die Armbrust spannst, auch mit hohem Zuggewicht. Sowie einen neuen modernen Frontgriff, der auch innen hohl ist und nochmal die Möglichkeit gibt, eine Ersatzsehne oder eine Spannschnur mit zu transportieren. Das heißt, wenn du dir diesen Upper holst, da ist ein Magazin mit dabei, du holst dir eine Schulterstütze, du holst dir diese Seitenteile, die auch automatisch einen Sehnendämpfer beinhalten und einen Griff und kannst damit deine Tactical Armbrust umbauen in eine M10. Wenn du eine Compact hast, kannst du dieses Teil hier auch draufbauen und den Griff, wobei das relativ wenig Sinn macht und du könntest auch die Seitenteile draufbauen, was auch relativ wenig Sinn macht, weil du nicht so viel Zuggewicht hast, nur den Schaft kannst du nicht montieren, weil der Anschluss fehlt. Also als Compact würde ich mir nur dieses Teil hier holen. Im M10 Armbrustpaket ist auch ein 75 Pfund Wurfarm mit dabei, nämlich auch schon auf Schnellwechselsystem, das heißt rausnehmen und zusammenlegen. Und es gibt dann halt ganz viele Zubehörteile, die du dir holen kannst. Also zum Beispiel hier den Klappschaftadapter oder andere Aufsätze. Da haben wir auch unsere eigenen gemacht mit den Aufnahmen für Lampe und Wachscontainer, Griffe, unterschiedlichste Dinge gibt es hier. Wir haben auch, und das kann ich dann hundertprozentig empfehlen, in der René Rossmann Werkstatt eine eigene Kimme gemacht. Aber das schauen wir uns dann später an. Was halt auch noch ein großer Vorteil ist, wenn du dir diese M10 holst, die es im Herbst 2024 gibt, dann hast du auch automatisch eben dieses Schnellwechselsystem schon mit dabei. Alles fixfertig verbaut und auch voll funktionsfähig. Und jetzt zeige ich dir dann noch einige Funktionalitäten, aber bevor ich das mache, bevor wir jetzt noch in den Schusstest gehen, ein paar Dinge, die wichtig sind. Die Idee bei diesem Magazin ist, dass du dir die Bolzen hier jetzt einzeln hineingibst. Wichtig ist, das ist natürlich keine, wie bei einer Schusswaffe, bei einem Gewehr oder ähnlichem. Das bedeutet, du musst die jetzt hier eindrücken, einzeln hineingeben. Also ich mache das so, indem ich das mit dem Daumen fixiere. Denn die ersten 3, 4 Bolzen können, wenn du das nicht tust, wieder rausfallen. Denn das Ganze ist zweireihig aufgebaut. Dadurch kriegt man auch eine viel höhere Kapazität zusammen. Einreihig würde das eben nicht so gut funktionieren. Da würde man, weiß ich nicht, 7 oder 6 reinkriegen. Und Steambow hat sich dazu entschieden, ein doppelreihiges Magazin zu machen. Warum? Weil einfach die Kapazität dadurch höher ist. Ich weiß nicht, ob es irgendwann mal Magazine gibt, die auch noch mehr können als diese 10, beziehungsweise wenn man es ganz fest zusammendrückt, passen auch 12 rein. Ist aber nicht, ich halte das nicht für sinnvoll, weil ich glaube, dass die Magazinfeder auf Dauer das nicht aushält, aber das musst du für dich selbst entscheiden. Gut, dann drückst du diese Teile da rein und das ist vielleicht am Anfang noch ein bisschen wackelig. Dann drehst du das Teil um, machst einmal diesen hier, setzt das noch einmal rein und das Magazin sitzt und die
Pfeile sind drin. Was das Schussbild betrifft, das waren jetzt die 30 Schuss, die ich am Anfang rausgelassen habe. Das ist jetzt so auf eine Handfläche zusammen. Natürlich, ich habe da ein paar Ausreißer unten und oben, aber das ist sozusagen das, was ich auf, ja, wie viel sind es, 15 Schritte, sowas, weiß ich nicht, 12 Meter, 10 Meter, so irgendwas in dem Bereich. Also ich bin mit dem sehr, sehr, sehr zufrieden. Ich finde es auch großartig, dass standardmäßig dieses Schnellwechselsystem schon mit dabei ist und auch diese Sehnendämpfer bei der M10. Wie gesagt, wenn du nachrüsten willst, kannst du diese Sehnendämpfer auch einzeln kaufen und die halte ich auch wirklich für eine ganz, ganz, ganz tolle, ja, Erweiterung. Gut, genug gebrabbelt. Jetzt geht es darum, alle 30 wieder einzufedern. Das werde ich jetzt machen. Ich hoffe, dass ich überall 10 reingesteckt habe. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, man kann bis zu 12 reingeben, empfehle ich aber nicht. Und man sollte mindestens 3 oder 4 Bolzen drinnen haben, damit das Ganze auch von der Feder her hält. Und ja, jetzt schauen wir, wie schnell das geht. Und ich zeige dir noch einige Funktionalitäten dieser Armbrust. Bevor wir jetzt zum Schusstest kommen, noch ein paar Funktionalitäten. Ich finde es großartig, dass es eine richtige Sicherung gibt. Was bedeutet das? Du spannst die Armbrust hoch und legst die Sicherung ein. Und jetzt kannst du erstens mal mit dem Abzug das ganze Teil nicht abziehen. Und auch wenn von unten irgendjemand da drauf schlägt oder es sonst irgendwelche Manipulationen gibt, dann wird die Sehne nicht freigegeben. Warum? Weil sie in dieser Kante, ja, in dieser Kante eingesperrt ist. Da kann auch nichts passieren, aber trotzdem immer aufpassen. Ja? Dann, es gibt eine Fronteinheit, die im Standardlieferumfang mit dabei ist. Die kannst du runterschrauben und kannst dann zum Beispiel ein Leuchtpunktvisier montieren. Oder du sagst, okay, ich möchte eigentlich diese Lampen-Laser-Kombination oder Wachscontainer-Kombination haben, die der Reine so gern hat, dann kannst du das entweder hier an dieser Stelle anbringen. Wir haben hier ein eigenes Modul mit einem eigenen Korn. Dann hast du nicht das Leuchtkorn, so wie bei der Firma Steambo, sondern du hast ja unser Korn. Gut, nach dem ganzen Quatschen schießen wir jetzt mal. Ich schieße Aluminium-Bolzen, nämlich die Standard- Sportbolzen. Es passen so gut wie alle Steambo-Bolzen rein. Es gab früher mal, als es noch keinen Pfeilstandard gab, gab es Pfeile, die etwas länger sind, wie Botkins zum Beispiel. Das ist vielleicht ein bisschen ein Thema. Aber ab jetzt ist bei jedem Hersteller, der sich an den Standard hält mit 2,6 mm mal irgendwas, egal. Ja? Ich gebe da unten den Link, schau im Beschreibungstext nach, da hast du dann diesen Standard, solange sich der an den hält. Übrigens, schau auch bei meinem Bogensportkanal vorbei, dort gibt es immer wieder neue Tipps und Tricks zu der Steambo M10 und auch zu vielen anderen Armbrüsten. Also legen wir los. Ich möchte jetzt alle 40 da reinschießen und wir werden sehen. Ich bin so gespannt. Und jetzt habe ich aufgespannt, obwohl kein Bolzen mehr drinnen ist. Ich sehe das immer, indem ich die Armbrust ein wenig nach hinten drehe. Aber jetzt habe ich gesichert, das bedeutet, da kann nichts abgehen. Ich nehme das Magazin, gebe das zweite rein, ja, gehe jetzt nach vor und schieße weiter. Und jetzt habe ich es schon von vornherein mitbekommen und spann gar nicht auf. Magazin wechseln. Nächstes Magazin rein. Und schauen wir. Ha, jetzt habe ich wieder aufgespannt. Magazin raus. Magazin rein. Entsichern und weiter geht's. Ausgeschossen. Jetzt bin ich gespannt, wie ich getroffen habe. Okay,
Okay. Das hier, das war der erste. Da kann ich mich erinnern, denn der war viel zu tief und habe gesagt, okay, ich muss etwas höher ansetzen. Aber sonst, an den, glaube ich, kann ich mich auch erinnern, der ist so eigenartig weggeflogen. Da habe ich beim Abziehen einfach ein bisschen einen Fehler auch gemacht. Aber das hier, also ich finde, dass das okay ist, klar. Es gibt Schützen, die das noch besser zusammenkriegen, aber ich für meinen Teil bin mit dem hier sehr zufrieden. Aber es gibt einen wichtigen Punkt. Und zwar, ich habe ein Spezialsystem für mich gebaut. Und zwar, ich habe das Teil ja jetzt schon 2 Wochen, das also nicht nur den Prototypen, sondern wirklich das Produktivteil. Und ich bin darauf gekommen, dass so wie ich schieße und so wie ich das Ganze einsetze, eine höhere Kimme sinnvoll ist. Was heißt das? Egal, ob du dir den Upper holst oder die M10, dann ist hier von Steambo eine Kimme verbaut und es gibt eine zweite Kimme, die etwas höher ist mit einem Lochgrinsel. Und so wie ich schieße, und das muss jeder für sich selbst rausfinden, es kommt auf die Distanz an, auf die Pfeile, die du benutzt, ja. Ich bin für mich draufgekommen, dass ich noch eine höhere Kimme benötige. Und daher haben wir bei uns in der Rainer-Rossmann-Werkstatt diese Kimme hier, gebe ich da auch den Link gemacht, die noch einmal ein Stück höher ist. Das bedeutet, das schaut vielleicht jetzt nicht mehr so super aus, aber dafür habe ich, so wie ich die Armbrust halte, bin ich genau im Ziel. Und ist es genauso gemacht, wie ich das haben will. Wenn du dir auch sowas holst, probier es einfach aus und schau, es kostet ein paar Euro. Und ich persönlich würde es dazu nehmen, aber entscheidest natürlich du. Ich finde das Konzept einfach großartig. Und ob du dir jetzt eine komplett neue M10 kaufst, ja, oder ob du hergehst und sagst, okay, ich nehme meine Steambo Stinger Tactical und rüste sie auf eine M10. Das bleibt natürlich dir überlassen, ist ganz klar. Und ob du dir dann deinen Griff und die Sehnendämpfer, wobei die würde ich mir wirklich holen, die sind wirklich bei höheren Zuggewichten eine großartige Sache, oder den Wangenauflage scharf, das ist ganz klar. Was ich auch empfehlen mag, und es ist sowieso, ich mache sowieso nur billige Eigenwerbung hier, hol dir unsere Kimme und wenn du magst, auch unser Korn. Das ist nicht so wichtig, aber unsere Kimme, die ist noch einmal deutlich höher und meiner Meinung nach ist das Schießen damit noch einmal viel spaßiger und schöner, aber musst du für dich selbst entscheiden. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, ich gebe dir auf jeden Fall den Link und denk dran. Aber trotzdem immer aufpassen, ja?